Hallo und herzlich willkommen zurück zu Narcos Rise of the Cartel. So, wir gehen in die Kampagne rein. Nicht wundern, ich musste nochmal neu anfangen. Neuer PC. Und der Speicherstand bei Steam, also hier gibt es glaube ich keine Steam Cloud, so wie das auf jeden Fall, also wie ich das auf jeden Fall denke, weil ich nämlich keinen Speicherstand mehr hatte. Deswegen neu angefangen. Aber wir sind in der gleichen Mission, wie wir aufgehört haben. Von daher ist es ja nicht so schlimm. Das Einzige, was war, ich habe mir nämlich das Let's Play dazu nochmal angeschaut. Und zwar gibt es einen Unterschied und hier haben wir das in unserem Team. Wir hatten nämlich in der zweiten, also sagen wir mal in der letzten Folge, haben wir uns nämlich den, was war denn das jetzt? Irgendeine Stufe 2 Polizisten, Soldat, was es auch immer war, gekauft. Und hier hatten wir den hier, den was ich mir jetzt gekauft habe. Also das ist nicht mehr der gleiche, also wie gesagt, nicht wundern, neuer PC, neuer Spielstand. So, okay. Ja, die Punkte haben wir ausgegeben, unsere Fähigkeitspunkte, seht ihr ja hier. Einen haben wir Camacho gegeben und zwei unseren Murphy. Weil wenn ihr unser Anführer stirbt, ist ja die Mission sowieso vorbei. Jetzt schauen wir mal auf die Karte. Also ihr seht, wir haben ja zwei Missionen gespielt und sind jetzt in der dritten. Besorge die Infos. Kosten gratis. Belohnung 5000. Okay. Durchsuche das Gebiet nach belastetem Material. Nimm dich vor Feinden in Acht. Schwierigkeitsgrad, ihr seht, ein Totenkopf dürfte eigentlich auch gar nicht so schwer sein. Wo ist unser... Hä? Der ist doch eigentlich gar nicht verwundet. Weil ich weiß, wenn einer verwundet ist, darf er ja nicht mitspielen in der nächsten Runde. Aber der ist aber nicht verwundet. Wieso er jetzt aus unserem Team herausfällt? Okay, oder der ist halt einfach nicht dabei. Das kann natürlich auch sein. So, wir haben die vier. Achso, genau. Truppe arbeiten. Schauen wir mal. Wieso das so ist. Team. Das ist dein Trupp. Die Männer, die in den Kampf ziehen. Dein Trupp kann nicht aus mehr als 5 Leuten bestehen. Und nur einer davon kann Anführer sein. Anführer sind stärker als gewöhnliche Rekruten. In Trupp, Trupp, Trupp. Auswählen. Achso, hier darf ich nur einen nehmen. Nee. Ja, ich... 1, 2, 3, 4. Wir haben aber nur 4. Aus 5 Leuten. Das ist jetzt für mich eigentlich ein bisschen komisch. Truppe arbeiten. Wieso ich Murphy nicht zu mein... Ah, zum Trupp hinzufügen. Jetzt. Okay, da haben wir ihn hier unten. Jetzt warte mal, jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal hier rein. Das ist ja alles Stufe 1. Der hat nur die Pistole. Dann würde ich sagen, ihn hauen wir raus. Okay, das habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen hier oben. Und ihn tun wir dazu. So, schaut es natürlich schon besser aus. Ja, jetzt, so soll es sein. Missionen spielen gratis. Müssen wir mal gucken, was mit dem gratis kosten dann die späteren Missionen was. In Nebenmissionen kannst du Geld verdienen, um bessere Rekruten für deinen Trupp zu kaufen. Ah, es gibt Nebenmissionen. Die Narcos bewahren an diesem Standort belastendes... Okay. Einige Missionen haben mehrere Startbereiche. Du kannst sie mit auswählen, deinen Truppmitglieder zwischen den Bereichen hin und her bewegen. Also, bewahren an diesem Standort belastendes Material auf. Finde es, damit wir... Ja, das hätten sie mal ein bisschen länger lassen können. So, wir haben hier... Achso, da haben wir 3 Mann. Das ist natürlich die Frage. Da haben wir ihn... Ja, ich glaube aber trotzdem,
dass wir drei Mann hier lassen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz mal hier reingucken. Wir haben hier einen. Hier, hier, hier. Oh, 5. Also 5 Mann, was wir jetzt sehen. Es können natürlich noch mehr sein. Wo sind jetzt die anderen? Wo starten die anderen? Ach, hier unten. Also 2 hier. Die können dann den... Ja, also die haben auf jeden Fall alle Schnellfeuerwaffen dabei. Wobei er eigentlich wirklich sehr gut ist mit seiner M16. Ja, ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal so. Zwecks der Aufstellung. Ihr seht ja, die haben ja nur den kleinen viereckigen Bereich zum Aufstellen, wobei die hier unten größer wären. Ich frage mich eh, wie wir hier hochkommen. Die Tür dürft ihr eigentlich ja gar nicht hinführen. Ihr seht ja, hier gehen wir unten rein. Und hier oben wäre eigentlich eine Erhöhung. Also so schaut es auf jeden Fall so aus. Ja, ihr seht es ja hier. Hier ist eine Mauer. Aber wenn wir hier reingehen... Na, wieso geht es jetzt nicht mehr? So. Und dann müsste die Tür eigentlich hier rausgehen. Aber ihr seht ja keine Treppe. Ja, müssen wir mal schauen. Okay, also den lassen wir... Na, ich glaube, den bringen wir trotzdem erstmal hier hin. Murphy lassen wir hier. Okay, also wir starten jetzt einfach mal. Der könnte auf jeden Fall schon mal schießen. Wir können ja immer nur einen auswählen. Pro Runde. Jetzt nehmen wir einfach mal den hier. So, 64% sogar. Ah, nur 2 Schaden. Au. Der kommt natürlich hier schön in Feuerreichweite. Wir könnten den aber jetzt zerlegen. Und? Ah. Das ist natürlich verdammt cool, dass wir... das hat irgendwas mit diesen Augen hier zu tun. Warte mal. Irgendwas mit diesem Punkt, ne? Je mehr Punkte oder so, heißt es, dass wir dann diese Zusatzoptionen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Tödlich und so weiter, noch bekommen. Also das finde ich wirklich sehr, sehr cool gemacht im Spiel. Wollen wir uns bewegen? Wenn wir natürlich hier hingehen, der geht hier, hat er natürlich volles Feuer auf uns. Ich glaube trotzdem, dass wir erstmal nur zu dieser Wand hier hingehen mit dem. Oh, er schießt auf Murphy und trifft sogar. Der trifft sogar. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie wir... Achso, warum kann jetzt der überhaupt nicht hier reingehen? Wie soll ich jetzt eigentlich hier hochkommen? Ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir reingehen können, aber ihr seht ja, wie er sich bewegen kann. Das ist schon irgendwie komisch. Ah, okay, er klettert hier an dem Rohr hier hoch. Das können wir natürlich auch nicht machen, weil hier hinten auch noch einer ist. Murphy, Murphy, du hast eine scheiß Position hier hinten, merke ich gerade. Mit dem... Na, der kommt ja auch gar nicht, aber ich glaube trotzdem, dass wir mit ihm hier hingehen. Und dann irgendwie schauen, dass wir Murphy hier aus der Schusslinie rauskriegen. Oh, 3 Schaden. Ja, okay, der steht natürlich auch gleich vor mir hier. Ah, ist trotzdem aber eine gute Entfernung. Hat aber gut getroffen, so wie es ausschaut. Ja, dann gehen wir mit ihm mal hier hoch. So. Und ballern auf den hier.
Also Schaden, muss ich sagen, machen die wirklich immer sehr, sehr gut hier, die KI. Ja, der verpisst sich jetzt noch hier hinten. Murphy. Der hat eigentlich eh genug Gesundheit. Und dann gehen wir mal hoch, weil wir dürften eigentlich jetzt dann nochmal schießen. So, das machen wir auch. Und somit haben wir den schon mal weg. Jetzt laden wir auch gleich nochmal nach. Bewegen dürfen wir uns eh nicht mehr. Ich denke jetzt, dass er auf Murphy losgeht. Ah, nee, der geht auf den hier los. Oh, shit. Kacke. Kacke. Ja, aber das war unser Stufe 1. Ich glaube trotzdem, wir bringen Murphy hier mal in Schutz rein. So, und machen ihn mal wachsam. Ihr seht ja den Wirkungsbereich. Achso, und er kriegt dann auch mit wachsam, der hier hinten, ne? Wieso trefft ihr so gut von der Entfernung? Probieren wir mal den hier. Schaut mal an, 44% nur. Ja, jetzt werden wir uns aber trotzdem mal hier wegbewegen. Und jetzt brauchen wir erst wieder Murphy. Dass der auf den hier ballt. Oh, 100%. Nice. Okay, einen Schuss, dann laden wir auch gleich nach. Und wir werden uns ausruhen, weil da kriegen wir nämlich ein HP dazu. So. Ja, dann können wir mit dem... Ja, ist natürlich jetzt auch blöd, weil wir kommen wirklich nur bis hierhin. Machen wir ausruhen. Schauen wir mal, dass wir den seine Gesundheit hier wieder auffüllen können. Und laden auch einfach gleich nach. Wäre natürlich schon gut, wenn die Gegner mal... Ah, schaut mal hin, da drüben sind auch noch welche. Da sind auch noch welche. Okay, wir würden ja hier wieder übers Rohr hochkommen. Da wir aber jetzt ja keinen Einblick auf den anderen haben, denke ich mal, werden da drüben auch noch mehr sein. Aber ich befürchte trotzdem, wenn wir den hier hinziehen, dass der wirklich an einer verdammt scheiß Position ist. Mit Murphy würden wir sogar hier hochkommen. Ja komm, das machen wir jetzt. Dann müssten wir doch eigentlich 100% hier haben beim Kill. Außer die haben jetzt dieses Entdeckungsfeuer. Ich hoffe nicht. Nö, schaut gut aus. 100%. Wow, gleich beide. Ha, so muss es sein. Nachladen und sogar Errungenschaft, habt ihr das gesehen? Ja, das ist natürlich schon cool. Ja, also, wir bringen Murphy auf jeden Fall mal gleich hier. Warte mal, wo ist jetzt das Gebäude? Hier. Den bringen wir jetzt gleich mal hier in Sicherheit. Und jetzt können wir auf jeden Fall die anderen Leute hier nachziehen. Schaut so aus, als ob der nämlich überhaupt nichts macht. Bringen wir ihn weiter. Ich weiß nicht, hier hinten können wir ja nicht. So. Ne, der bewegt sich nicht wirklich. Jo, der bleibt hier stehen.
Dann ihn hier hin. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch den weiteren hier mitziehen. Machen wir mal wachsam. Aber es schaut so aus, dass es nur noch dieser eine hier ist. Dann sind eigentlich beide getroffen. Von daher ist es egal. So. Den lassen wir aber auch jetzt, glaube ich, erstmal hier außen nur stehen. Ich weiß gar nicht, ist hier hinten auch eine Tür? Nee. Da haben wir halbe Deckung. Hier hat man ganze und hier halbe. Aber wie gesagt, der steht ja hier hinter der Mauer. Ja, da steht er. Ja, komm, wir bringen Murphy hier hin. Da müsste der andere normalerweise jetzt durch die Tür kommen. Ne, der bleibt. Also, dann den nächsten dazu. Hier wachsam. Blöd ist natürlich, wenn wir jetzt hier durchgehen, wir müssten jetzt wirklich auch nur mit Murphy hier durchgehen. Oh, jetzt kommt er. So, das meine ich. Dass ihr da hier nochmal so ein extra Feuer habt. Nein, 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 der darf jetzt natürlich überhaupt nicht drauf gehen. Jetzt nehmen wir Murphy. Gehen vor ihn und dann müssten wir eigentlich wieder 100... Ah ja, Feind schlägt zurück. Na, der Gegner hat es ja auch, ja. Also nicht nur wir, sondern der Gegner auch. 100%. Jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass das auch der letzte Gegner war. Wachsam. Sind wir natürlich... Oh, Narcos. Ne, ich glaube, es geht weiter. Ja, schwer verletzt. Finde die Beweise Hammer. Jo, das war die Mission. Also, einen haben wir verloren. Einer schwer verwundet. Ergebnis optimal, also auf A. Sind zufrieden auf jeden Fall. Nein. Wir haben unseren Stufe 2 verloren. Ich habe gedacht, das war er. Also haben wir auf jeden Fall schon mal 10.000 in den Wind geschossen. Ja, der hat 10.000 gekostet. Botschafter, wir sind über ein Treffen in der Innenstadt informiert worden. Da geht es um belastbare Infos über einige wichtige Köpfe. Kümmert euch drum. Die da oben werden die nächste Stufe unserer Operation nicht absegnen, bis wir einen großen Fisch an Land gezogen haben. Machen wir uns auf den Weg und bringen sie zum Verhör. Du musst endlich aufwachen, Agent, und ein Gespür für das Pulver entwickeln. Diese Typen würden sich lieber eine Kugel einfangen, als mit einem Gringo wie dir zu reden. Erwarte keine freundliche Begrüßung. Unter der Haube, gratis Belohnung 16.000. Das Team. Verletzt Hallen 4.000. Der kostet 2.000 rekrutieren. Hm, der DM16 ist eigentlich nicht schlecht hier. Zerstörer. Ich glaube trotzdem, dass wir ihn nehmen. So. Dann haben wir ihn. Halt. Shit. Wir müssen ja unseren Einkauf noch bestätigen. Hä?
Hä? Wieso bestätigt er den Einkauf hier nicht? Anheuern. Zurück. Einkauf bestätigen. Jetzt. So. Die Frage ist nur, müssen wir Murphy jetzt eigentlich immer dabei haben? Jetzt schauen wir mal, Fähigkeitspunkte. 3 verfügbar. Wir werden jetzt ihm mal einen geben. Ihn geben wir einen. Halt, wir haben noch einen. Dann geben wir Murphy. So, dann werden wir 4000er Heilung geben, dass wir ihn auf jeden Fall mitnehmen können. Den anderen lassen wir jetzt einfach mal. Der kann sich ja so regenerieren, bevor wir jetzt hier Geld ausgeben. So, wir haben auf jeden Fall alles vorbereitet. Achso, wir müssen natürlich nochmal schauen, ob der jetzt überhaupt in unserem Trupp dabei ist. In Trupp, verfügbar, in Trupp, 2. Die müssen wir noch hinzufügen. Also, wir haben jetzt 4 im Trupp und da brauchen wir ihn noch. Da haben wir 5. Ja, und er muss sich ausruhen. So, okay. Also, das war's für heute. Wir haben die Mission durch. Werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall hier in diese... Ich weiß gar nicht, was das... Ist es dann eine Nebenmission oder... Gute Frage, werden wir sehen, aber ich glaube auch nicht. Nebenmission kriegt er mehr Geld? Nee, das kann nicht sein. 16.000. Oder das ist wie so eine Endboss-Mission jetzt von diesen Missionen, dass das vielleicht jetzt ein Kapitel ist, zum Beispiel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil die Belohnung halt jetzt so groß ist, da muss es ja irgendeine wichtige Schlacht sein. Werden wir sehen, alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.